Let's Play Bausimulator 2015. Wir sind am Aufladen von unseren Restlagerbeständen, damit wir diese endlich loswerden können und zu der wahnsinnigen Baustelle bringen. Wir müssen gleich nochmal beim Baustoffhändler vorbei. Aber zuerst natürlich die Sachen, die wir im Lager schon haben. Und das ist der letzte. Kranfahren ist echt nicht einfach. Ist das denn echt auch so? Ist jemand von euch Kranfahrer? So, das können wir da hinten ruhig raufstellen. Nicht so. Das ist nicht die gute... Ja, doch, das ist... So ist gut, so ist gut. Genau, komm. Jetzt mal ein bisschen höher, höher, höher und wieder runter. Nein. Schon nach da. So. Kran zurücksetzen. In den anderen Modus stellen. Stützfüße einfahren. Und ab zum Bauhändler. Wir brauchen Isomaterial und noch mehr Zement. Dann werden wir das auch einfach mal kaufen. Ich muss mir kurz wieder markieren, wo der Baustoffhändler ist. Der ist ja hier Gott sei Dank gleich um die Ecke. Oh nein! Ich Trottel habe vergessen, die Ladung zu sichern. Oh nein, ey. Ah, verdammt. Ich. Jetzt musst du warten, es tut mir leid. Die gute Dame da rennt gegen einen... Müllcontainer, hätte ich beinahe gesagt. Glascontainer. Warum macht sie das? Das weiß keiner. Jetzt hoffe ich, dass wir da rankommen. Oh. Nein, nicht die Last anhaken. Ich will die Last anhaken. Um sie dann erneut auf den... Ja, das hier müssen wir schieben. Ach, verdammt. Ja, los, komm, weiter. Weiter. Das passt. Ich nehme es mal mit dem anderen hier. Wo ist der denn? Ja. So, bevor wir alles hier sichern, bevor wir alles wieder einpacken, mache ich jetzt erstmal eine Ladungssicherung. Die gute Dame rennt immer noch gegen den Müllcontainer. Die scheint ziemlich viel wegschmeißen zu müssen an Weißglas. Und es geht weiter zum Baustoffhändler. So, ich fahre mir bloß nicht dazwischen, ich sag dir das. Ich habe so einen Hals jetzt. Ah, grüne Welle. Und hier sind wir ja auch gleich schon bei unserem geliebten, bei Rot rüberfahrenden, in die falsche Straßenseite. Naja. Man darf das einfach nicht so ernst nehmen. So, da sind wir. Wir haben gesagt, wir brauchen noch einmal Zement. Isomaterial, Zement. Einkaufen. 1500 Euro, da sind sie weg. Wo ist unser Stapler? Da. Das werden wir einfach da vorne aufladen und dann sollte das passen. Oh, ja, das war zu schnell.
Da waren wir etwas zu forsch. Na toll. Na toll. Kippen! Bupp. Das ist lustig. Hä? Wieso kann ich die denn jetzt nicht hochnehmen? Ach so, jetzt. So und. Oh, falsch rum. Ladung gesichert. Das ist ja 1A. Jetzt kann ich ja so. Oh, jetzt kann ich auch voll bremsen und so. Ach, da hüpft meine Ladung wieder. Bounce, bounce, yeah, bounce, bounce. Ach nee. Ich hab Space gedrückt, weil ich. Was ist denn das jetzt? Ach so. Jetzt muss ich die Ladung ja entsichern. Hoffentlich passiert nicht wieder das wie beim letzten Mal. Da ist mir dann nämlich die Ladung trotz Sicherung ist mir vom LKW gebounced. Man nennt das dann Ladungsbouncing. Ist ein bisschen schade, dass die Aufnahme nicht geklappt hat, denn ihr hättet auch ein Ladung 360 gesehen und ein LKW 360 und überhaupt. Ich glaube, ich bin mit so ziemlich allen im Kreis. Was ist das denn? Im Kreis gesprungen, was es gibt. Oh Gott. Einmal die Ladung zurücksetzen, bitte. Was soll der Geiz? Ladung gesichert. Boah, ist das gut mit diesem Ladungssichern. Da bin ich total begeistert. Ah, ich lasse den LKW, den Stapler trotzdem gleich wieder hier stehen. Denn ich glaube, dass wir, wenn wir uns die Aufträge angucken, danach aktive Aufgaben, Anbau 4. Ach nee. Ach doch, hier. Da brauchen wir noch einiges, von daher lassen wir ihn hier nochmal stehen. Ich will die Ladung nicht lösen, nein. Ich will die Ladung nicht lösen, nein. Also geht es ab zur Baustelle. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist, über so eine Verkehrsinsel hier zu fahren in dieser Stadt. Oh, was sollen wir machen? Wir müssen da irgendwie hin. Also ein bisschen zumindest. Und wieder geht's zu unserer netten Baustelle. Nein, ich schaff das! Ich schaff das! Ach, es ist grün. Jetzt ist er auch deutlich. Also ich weiß nicht, ob mir das so vorkommt. Ich habe jetzt Ladung drauf und er reagiert echt träge. Ihr, die so viel über dieses Spiel wisst, ist das so oder kommt mir das jetzt gerade nur so vor? Weil also, sicher bin ich mir nicht, deshalb fahre ich auch erstmal wieder bei Rot drüber. Das ist so eine Sache. Ja. Hier können wir noch viel bauen, glaube ich. Ich wäre gern Level 8 jetzt schon mal. Ich habe vorausschauend geguckt. Ich habe gesehen, diese Ampel springt auf grün über. Ne, ich muss noch einen weiter, nicht hier rein. And because of that, I drove through, würde ich mal sagen. Also, wir kriegen die Ladung auf jeden Fall noch abgeladen. Um dann die nächste, das nächste Straßenschild wieder. So, wo soll das jetzt hin? Ach, da oben drauf.
Oi, oi, oi. Na gut, dann versuchen wir das doch mal. Stützfüßchen raus. Und in den Modus mit dem Kran. Den Kranmodus. Da haben wir ihn. Der ist auch so wahnsinnig schnell. Hier ist so damn fast. Achso. Die Tastatur ist echt nicht gut. Dann nehme ich doch lieber wieder meine Klick-Tastatur. Aber das ist halt mit dem neuen Mikro ganz schön laut. Hola laut. Ich weiß auch noch nicht, ob das Mikro, ob ich es besser finde oder nicht. Also es ist... Es rauschte sehr. Das habe ich ein bisschen in den Griff gekriegt. Höchstwahrscheinlich werde ich mit diesem Mikro... oh Gott, was mache ich hier? Mit, muss ich den Ton... sozusagen... Ach Gott. Extra aufnehmen. Und dann, das Ganze noch ein bisschen schön filtern. Ich kann noch ein bisschen ranrücken hier. Kann ich nicht, weil ich irgendwo festklemme. Ich klemme fest. So. Jetzt klemme ich nicht mehr fest. Nein, falsche Richtung. Anhaken. Warum kann man nicht zwei auf einmal nehmen? So. So. So, 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 so. Und tschüss. Müssen wir auch noch dreimal machen. Ach, das wird wieder eine lange Folge. Also eigentlich wären es mehrere Folgen. Wieso hat mein Mauszeiger ein Rad da drum? Ja, ihr könnt ja gerne zum Ton mal was sagen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein richtiges Mikro. Vorher hatte ich ein Headset. Kein schlechtes Headset, war ein zwar sehr altes, aber gutes Sennheiser. Aber wie gesagt, das Headset ist nicht mehr so fit. Ich könnte es zwar noch weiter benutzen, dachte mir aber, wenn du schon was Neues kaufst, kannst du auch das machen. Also, zu jedem Kommentar würde ich sagen, vielen Dank. Ah, Mann! Rausfahren. Hoch. Ja. Schwere Geburt. Ich wette jetzt gleich, ist unser LKW wird hier wieder durch die Gegend gefretzelt oder so. Dieses Wochenende kommt dann auch noch, beziehungsweise live stellen werde ich es wahrscheinlich erst danach. Die Folge Pineview Drive, die erste. Ich weiß noch nicht, ob ich so viele davon drehen werde, weil ich ja ein saumäßiger Schisser bin. Halt, da stimmt was nicht. Wieso denn das nicht? Ach, zählt der da vorne nicht oder was? Ach, Mann. So kann man den ganz gut steuern, glaube ich. Ich musste doch nur 4 und nicht 6 holen, oder? Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Mann. Ja. Es hat jetzt doch gezählt und wir sind auch nicht plötzlich weggedonnert worden hier. Ah, jetzt hat das doch schon geklappt und das zweite Stockwerk ist da drauf. Und ich würde sagen, wir brauchen, was brauchen wir? 3 große Dachpfannen, grau haben wir, im Lager, Ziegelsteine, Ton haben wir keine mehr.
Die Dachpfannen holen wir erstmal aus dem Lager und dann kümmern wir uns um den Rest. Einmal ganz kurz gucken, ob es wirklich so war, wie ich das gesagt habe. Kleine Dachpfannen. Nein, wir brauchen... Hallo? Große Dachpfannen. Wir brauchen große Dachpfannen und Ziegelsteine. Das heißt, erstmal wieder Baustofflager und dann woanders hin. Aber... Ich habe die Stützhüse ausgefahren. Achso. Bevor wir das machen, sage ich bis zur nächsten Folge von Bausimulator 2015 auf dem Weg zum Baustoffhändler mit einem Baufahrzeug und so weiter und so weiter. Tschüss!